Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir zeigen, wie man hier bei Google Drive Tabellen Diagramme einfügen kann. Dazu ist es notwendig, erst einmal den Tabellenkalkulationsprogramm, also hier Google Tabellen, zu zeigen, welche Werte unserer Tabelle wir in Form eines Diagramms darstellen wollen. Ich kann das jetzt hier machen, indem ich hier den entsprechenden Ausschnitt wähle. Ich habe hier eben Produktionszahlen oder Verkaufszahlen, in dem Fall hier von 3 Produkten. Hier habe ich den Monat von Jänner bis Dezember und dann habe ich die Produkte A, B und C. Ich habe jetzt also diesen Bereich hier markiert. Gehe jetzt hier zum entsprechenden Symbol für Diagramme. Hier wird auch schon als Hilfstext eingeblendet Diagramm einfügen. Mit der linken Maustaste klicke ich jetzt auf dieses Symbol und schon bekomme ich hier einen Vorschlag für ein Diagramm. Und hier ist auch dann der Wertebereich angegeben, also hier in dem Fall von A3, wie ich es auch gewählt habe, bis dann hier herunter zu D15, hier ist D und da ist 15. Ich könnte hier ein paar Dinge dann verstellen, zum Beispiel könnte ich hier ein Diagramm in dieser Form dann zum Beispiel dann darbieten. Schauen wir, was ich hier habe, dann schauen wir, ob es dann irgendwie ganz günstig ist. Da habe ich Produkt A, Produkt B in einer anderen Farbe. Mir persönlich gefällt diese Variante auch sehr gut, schauen wir mal hier an. Okay, und hier hat man zum Beispiel dann die Darstellung hier von Jänner, Februar, da hier mit so Höchstwerten jeweils dann, bleiben wir vielleicht immer bei diesem Bereich. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, hier entsprechende andere Diagramme dann noch zu wählen und das Diagramm dann dementsprechend dann auch noch anzupassen, indem man hier zum Beispiel einen anderen Diagrammtitel nimmt. Das werde ich jetzt hier mal gleich probieren und schreibe hier hin Anzahl. Auf der Produkte und lasse es jetzt einmal dabei. Ich könnte noch andere Dinge dann hier einstellen, aber man kann es ja dann später dann auch noch verändern. Klicke hier auf Einfügen und das Diagramm hier mit der veränderten Überschrift landet hier. Ich könnte hier dann, wenn ich hier dann hineinklicke, zum Beispiel dann verschiedene Bereiche dann bearbeiten, in STD klicken Sie im Bereich des Diagramms, den Sie bearbeiten möchten und kann hier dann ganz gezielt dann einzelne Bereiche dann noch von der Größe her dann zum Beispiel dann verändern. Wenn ich hierher klicke, habe ich hier dann wiederum Möglichkeiten, könnte das Ganze hier dann zum Beispiel dieses Diagramm dann auch als Bild dann zum Beispiel speichern und dann noch in einem anderen Zusammenhang dann weiter zu verwenden. Gut, ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Jetzt kannst du in Google Tabellen dann auch aus vorhandenen Daten, die du in dieser Tabelle gespeichert oder berechnet hast, dann auch entsprechende Diagramme dann erstellen. Danke für das Zuschauen.